Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen noch zum Resteguss. Ich habe hier noch ein bisschen übrig. Und ich habe mir jetzt hier, also ich habe Mastercast eingefüllt. Ich habe hier ein paar ganz Pigment Pulver Interference Champagne angemischt. Das ist jetzt nicht so dick angemischt. Ich gebe das jetzt hier in Streifen rein. So. Und das Blau ist das Marine. Pigmentpaste von Stefanie Etter. Mein Haar ist schon sehr geliert. Also das ist wirklich sehr zäh schon geworden. Und dann ja, wegschmeißen will man es ja nicht. Also versucht man die Reste noch aufzubrauchen. Ich mache das wieder mit dem Marshmallow-Effekt in Streifen. Versuche ich jetzt mal. Ich habe das ja mit Paste gemacht und Alkoholinks. Da habe ich jetzt hier nur meine Reste, die ich jetzt schnell verarbeiten muss, weil die ja schon ziemlich vorangeschritten sind. Das geht gar nicht mehr so richtig runter vom Spatel. So, hier nochmal ein kleiner Streifen. Und dann gebe ich in diese Streifen einmal blau rein, das ist das Marine. Da habe ich jetzt auch gerade im Moment noch etwas blaues Mica, also das von dieser Mischung, von dieser Interference Champagne Mischung reingegeben. Schimmert schön. Und ja, schauen wir mal, ob es was wird oder ob es eine Katastrophe gibt. Einfach hier auf den Streifen aufsetzen. So gut es geht. Es arbeitet gerade auch noch nicht so viel, weil das Harz ist sehr vorangeschritten. Also bleibt dann eher in Form. Denke ich mal. Das ist eine komische Kameraperspektive, weil ich habe hier meinen besten Platz zum Aufnehmen. Und nebendran habe ich noch aufgegossen. Ich hatte noch meine rot-weißen Christbaumkugeln mit dem Zelleneffekt. Die habe ich jetzt hier oben aufgegossen. Den kann ich ja morgen ausformen. Ich denke, die Rückseite wird einfarbig rot sein, aber das macht nichts. Dann lasse ich mir da noch was einfallen, wie ich das noch gestalten kann. So, und das Blau habe ich meinem Sohn zu verdanken. Ich habe gefragt, was soll ich für eine Farbe machen? Ja, mach mal blaubraun. Ich so, toll. Das wollte ja rot. So, das habe ich jetzt ausgemacht. Gold. So, ja, nur Gold ist langweilig. Ja, grün. Ja, was jetzt noch? Na, dann mach doch blaubraun. Und ich so, blaubraun. Alles klar, blaubraun. Wie soll ich blaubraun machen? Und dann sage ich, weißt du was? Ich mache blau und Interference Champagne. Das ist so. Das hat so einen Goldschimmer, sieht edel aus, gefällt mir wunderbar. Und mit dem Blau sieht es wirklich edel aus. Genau, also jetzt habe ich einfach hier jeweils dreifarbige Streifen gemacht, beziehungsweise nicht dreifarbig, aber in drei Schichten. Diesmal mit dem Mica, also mit dem Perglanz Pigmentpulver. Dann Blau, blaue Paste, aber etwas gemischt mit dieser Mischung. Einfach etwas Schimmer noch drin ist, weil ich glaube, das Blau ist sonst vielleicht hier zu fade. Ich weiß es nicht. Ich habe das Blau auch ziemlich hell angemischt. Es ist nicht viel Paste drin. Ich wollte es eher so ein bisschen transparenter halten. So, mal schauen, wie es rauskommt mit den verschiedenen Effekten. Ich habe jetzt einfach was probiert bei dem Guss hier nebendran. Webcrackle, einfach mal ein paar verschiedene Methoden ausprobiert. Ich habe auch nicht genau gewusst, was ich da anstelle. Ich werde dann beim Ausformen sehen, ob es was war. Und dann kann ich mir das Video nochmal anschauen, dass ich weiß, was ich gemacht habe. Also, so habe ich ja eigentlich mit YouTube angefangen. Ich habe eigentlich für mich aufgenommen, weil ich keinen Bock hatte, alles aufzuschreiben oder in Bilder festzuhalten, dachte ich, mach doch einfach für dich ein Video. Wie hast du das gemacht? Was hast du da genommen? Wie funktioniert das ungefähr?
Ja, und dann habe ich einfach mal alles hochgeladen und dann ging es immer weiter. Und jetzt macht es mir mega viel Spaß. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Also, ja, animiert eure Freunde, das mal anzuschauen. Keine Ahnung, ihr könnt noch ein paar Abonnenten brauchen. Nee, Spaß. Aber es macht echt Spaß. Es kommt gut an, glaube ich. Und es sind da viele Gleichgesinnte. Ich hole mir auch viele Tipps von anderen und möchte hier so etwas bisschen zurückgeben. So. Okay. Yeah, das Harz ist schon ziemlich fest geworden, ziemlich geliert. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch arbeitet oder ob es so luftig in Form bleibt. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass es noch mehr sich ausbreitet, aber es ist schon ziemlich fest. Also, ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da noch viel geht. Aber lass uns überraschen. Ich gehe noch kurz mit dem Feuer drüber. So ein paar Bläschen entdeckt. Die entstehen einfach, wenn man so ein bisschen rumrührt, wo Farben aufeinandertreffen. Genau, das war's. Also ich lasse es einfach jetzt mal stehen, decke alles gut ab. Hier habt ihr einen Blick auf meine anderen Schätzchen, die ich vorher gegossen habe. Keine Ahnung, wie es rauskommt. Das werde ich morgen entdecken. Entweder bin ich total fasziniert oder vielleicht ist es auch ein Reinfall. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich den Schimmer genial. Freue mich aufs Ausformen. Und wenn ihr Lust habt, seid ihr dabei. Genau, das ist dann normalerweise das Video vorher, außer alles ist eine Katastrophe, werde ich es nicht hochladen. Das ist mein Restiguss, auch mit blauen Champagnerfarbe ich gehalten. Mal schauen, was ich noch draus mache. Ob ich dann von hinten noch aufgieße oder ob ich es einfach mal so lasse. Wenn beide Seiten schön sind, hat es ja auch was. Genau. Okay, das war's jetzt von meiner Seite aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Abwarten. Wir sehen uns dann in einem kurzen Moment für euch beim Ausformen. So, also bis dann. So, das ist jetzt ein schnelles Ausformen. Das ist ja nur die eine Form. So. Sieht schon mal mega interessant aus, dieser Schimmer. Wow. Oh, cool. Mega. Wahnsinn. Das ist so dominantes Champagne, das goldfarbene. Cool. Da könnte man fast schwarz aufgießen. So transparent wirkt es nicht so gut, wie wenn das jetzt hier dunkel ist. Aber die Rückseite ist ja auch auf jeden Fall interessant. Ich werde es schon so lassen. Mega cool. Gefällt mir sehr gut. Das sieht ja mal wirklich festlich aus. Und es hat doch noch schön gearbeitet. Wow, super. Genau. Also, das war's dann vom schnellen Ausformen, vom Restegießen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt euch ein bisschen inspirieren. Probiert es einfach aus. Seid mutig. Man sieht hier auch so ein bisschen den zweifarbigen Effekt. Seht ihr? Und hier auch. Also, das ist aus das Goldene, dann kommt das Blaue und schimmert mega. Super. Wieso? Meerjungfrauen-Schwanz vom Schimmer her. So muss einer aussehen in der Art. Genau. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich natürlich über einen Kommentar freuen. Über einen Daumen hoch, wenn ihr mögt. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao.